Mary, mein Schatz. Wow. Mary, ich habe etwas für dich. Du wirst es lieben. Wow, Blumen. Das ist so süß. Du bist so ein süßer Kerl. Ich weiß, was zu tun ist. Ich mache einen Ring aus Pappe. Mary wird den Unterschied gar nicht bemerken. Warum braucht er so lange? Ich kann nicht länger warten. Mary, willst du mich heiraten? Wow, das ist so unerwartet. Mami, schau mal. Wow. Schatz, ich kann es nicht glauben. Du wirst heiraten. Ich freue mich so sehr für dich. Wow. Ich bin sprachlos. Lass uns loslegen. Wir haben so viele lustige Sachen zu tun. Es ist an der Zeit, ein Hochzeitskleid auszusuchen. Schau, wie schön es ist. Es wird mir gut stehen. Aber es ist so teuer. Wir können es uns nicht leisten. Baby, du solltest dir etwas Einfacheres suchen. Oh, no. Unglaublich. Dieses Kleid ist ein Traum. Ich glaube nicht, dass wir das Budget einhalten können. Nein, ich kann nicht so angezogen gehen. Ich will ein Kleid und Juwelen. Eine richtige Hochzeit. Es ist mein besonderer Tag, Mama. Schau, Mary, ich glaube, das ist unsere Chance. Was hältst du von der Idee einer Pop-Hochzeit? Mama, sieh dir das an. Dieses Kleid ist aus der neuen Kollektion. Davon habe ich schon mein ganzes Leben lang geträumt. Mary, du tust es schon wieder. Hast du gesehen, wie viel das kostet? Oh, ich weiß, was wir tun können. Hier, Pappkleider im Angebot. Das ist genau dein Stil. Wirklich? Naja, sehr schön. Oh, leb wohl, mein Traum. Komm schon, probier es an. Das Pappkleid wird genauso gut sein. Come on. Toll. Wow. Komm näher. Es ist wunderschön. Wow. Es sieht aus, als wäre es für dich gemacht worden. Ich liebe es. Probier das hier auch mal an. Erledigt. Wie findest du das? Es ist wunderbar. Es sieht toll an dir aus. Tolles Design. Wow, Schatz, du bist wunderschön. Du bist ein Engel. Ich glaube, das ist das Beste. Okay, wir nehmen es mit. Ich liebe es. Toll, was für ein schicker Ort für eine Zeremonie. Lasst uns loslegen. Bereiten wir die Location vor. Alles muss erstklassig sein. Lasst uns loslegen. Die Bauwerkzeuge sind da. Wir brauchen einen Marker und einen Kartonschneider. Ein bisschen Fantasie und der Bogen ist fast fertig. Mary wird es lieben. Schatz, ich konnte es nicht erwarten. Was denkst du? Es tut mir leid. Es gibt so viel zu tun. Es ist schön hier drin. Du bist wunderbar. Es gibt eine Menge Arbeit zu tun. Hier sollen die Gäste sitzen. Hier ist es zu leer. Und Dekoration. Wir brauchen jede Menge Dekoration. Es ist ein Fest. So ein Ereignis. Also lasst uns anfangen. Let's go. Nun nehmen wir ein Stück Pappe. Falte es in der Hälfte und schreibe darauf. Und jetzt kommt der lustige Teil. Mache einen Knoten. Und wir setzen es zwischen die Namen. Mary und Jack für immer zusammen. Wow. Spektakulär, nicht wahr? Wir verzieren die Einladung mit Schriftzügen und machen sie versandfertig. Lass uns den Umschlag mit farbigem Siegellack versiegeln. Lege ein Stück Seil unter die Klappe des Umschlags. Gieße das Wachssiegel. Während das Wachs noch warm ist, machst du einen Abdruck. Geschafft! Die Gäste werden es lieben. Woher soll ich so viele Gäste bekommen? Mach sie aus Pappe. Deine Einladung. Wir warten auf dich. Oh, wie geil. Natürlich werden wir da sein. Tochter, du siehst umwerfend aus. Sieh dich an. Du bist so süß. Du wirst den besten Junggesellinnenabschied aller Zeiten haben. Wow, ich glaube, das sind die Gäste. Ich muss los. Viel Spaß. Hey, ich kann es nicht glauben. Das ist Marys Junggesellinnenabschied. Wir werden so viel Spaß haben. Hast du den Ring schon gesehen? Jack ist so ein Romantiker. Es ist sehr interessant, aber es ist Zeit für eine Kissenschlacht. Wer ist dabei? Ist das dein Ernst? Hey, was ist denn los? Du hast mein Make-up ruiniert. Ich habe so lange gebraucht, um mich fertig zu machen. Aber es macht Spaß. Das verstehst du nicht. Es ist ein Junggesellinnenabschied. Los geht's. Wollt ihr Mädels mich verarschen? Wow, schau mal. Mary ist keine Miss mehr. Sie ist jetzt eine Mrs.
Wow, ich kann es nicht glauben. Bin ich das wirklich? Juhu! Kommt schon, Leute, lasst uns Spaß haben. Ein toller Junggesellinnenabschied. Wie wär's mit ein paar Snacks? Haut rein! Warum nicht? Wow, Pappchips. Wie können die das essen? Leute, das wird ein gutes Spiel. Oh ja, los! So nah dran! Du kannst mich nicht besiegen. Hast du etwas zu essen? Ja klar, fang es. Wahnsinn, ich bin so hungrig. Der war gut. Komm schon, Jack, zeig's ihm. Die Ohrringe und die Halskette aus Pappe werden an Mary wunderschön aussehen. Wow, es ist wunderschön. Mama, du bist zauberhaft. Wie hast du das gemacht? Das ist ganz einfach. Nimm ein Blatt Bastelpapier und schneide ein Quadrat aus. Falte es vorsichtig. So. Mach das auf jeder Seite. Je enger die Faltlinien sind, desto besser. Jetzt klebst du die Teile zusammen. Super. Jetzt können wir die Halskette zusammensetzen. Du wirst sie lieben. Jetzt geht's los. Was habe ich dir gesagt? Und jetzt lass uns Ohrringe machen. Bastle einen Papierfächer. Und befestige eine Schließe daran. Voilà. Das Hochzeitsschmuckset ist fertig. Oh la la. Oh my God. Toll, Mama. Wow. Ich liebe es so sehr. Ich wette, das tust du. Es steht dir großartig. Es ist wunderschön. Oh ja, das habe ich total vergessen. Meine Haare. Die Pappfrisur ist ein neuer Hochzeitstrend. Liebe Gäste, bitte kommt rein. Hi. Perfekt, wir haben auf dich gewartet. Hi. Ich glaube, es wird ein wunderbares Fest werden. Ja, natürlich. Sie haben einen tollen Job gemacht. Meine Damen und Herren, hier kommt die Braut. Lasst uns mit der Zeremonie beginnen. Alles klar, jetzt sind wir alle da. Los geht's. Oh, wow, der Anzug des Bräutigams ist so elegant. Für die Herstellung brauchen wir einen großen Bogen Pappe. Skizziere den Anzug mit einem Bleistift. Habt keine Angst, eure Fantasie zu benutzen. Toll, lasst uns die fertige Skizze mit einem schwarzen Marker durchgehen. Das ist so viel besser. Jetzt fangen wir an, sie auszuschneiden. Schneide den Anzug mit einem Teppichmesser aus, aber schneide dich nicht selbst. Erledigt, das ist eine tolle Weste. Ich werde so hübsch aussehen. Wow. Also gut, los geht's. Endlich, wir haben auf dich gewartet. Jack, willst du Maria zu deiner Frau nehmen? Natürlich will ich das. Wie könnte ich nicht? Maria, jetzt bist du dran. Willst du Jack zu deinem Ehemann nehmen? Ich will. Darauf habe ich so lange gewartet. Großartig. Dann erkläre ich euch zu Mann und Frau. Bitte tauscht die Ringe. Wow, oh ja, ich bin verheiratet. Ich kann es nicht glauben. Wir sind verheiratet. Ich bin so glücklich. Ihr dürft euch jetzt küssen. Das kann nicht sein. Mein kleines Mädchen ist schon so erwachsen. Ich kann es nicht glauben. Nun ist es Zeit, den Brautstrauß zu werfen. Wer wird die nächste Braut sein? Das werden wir gleich herausfinden. Lasst uns einen hübschen Brautstrauß basteln. Zeichne Kreise in verschiedenen Größen auf Bastelpapier. Schneide sie vorsichtig aus. Und jetzt baue die Blumen zusammen. Befestige einen Papierkreis an einem Pappstrohhalm. Biege sie auf beiden Seiten und klebe sie fest. Befestige einen weiteren Papierkreis auf der Oberseite. Knicke die Ränder, um eine Papierrose zu formen. Je mehr Blütenblätter du machst, desto größer wird deine Blume. Sieh mal, wie üppig die Rosen sind. Jetzt müssen wir sie nur noch in einen Strauß stecken. Stecke die Blumenstiele in eine Papphülse. Und vergiss das Dekorationspapier nicht. Geschafft! Was für ein wunderschöner Strauß. Oh my God. Komm schon, Mary. Wir können nicht mehr warten. Hey. Bist du bereit? Ich werfe ihn. Oh. Und Pop-Angie hat den Strauß gefangen. Yippie. Wunderbar. Das ist so toll. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bin ich dran. Leute, ich habe das Strumpfband aus Pappe. Wer ist bereit, darum zu kämpfen? Oh nein, Mrs. Winsley hatte eindeutig nicht vor, zu heiraten. Komm schon, Kumpel, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Reg dich doch nicht so auf. Jack, unsere Hochzeitstorte. Sie ist zauberhaft. Du hast recht, sie ist makellos. Ich frage mich, wer diese Schönheit geschaffen hat. Ach, hör doch auf. Ich habe sie gemacht.
Es ist ganz einfach. Also lasst uns anfangen. Wir brauchen Eier und etwas Mehl. Kombiniere die Zutaten und schlage sie mit einem Schneebesen auf. Das ist ein schöner Tag. Jetzt müssen wir es ausrollen. Ja, es geht los. Der Ofen ist da. Kommt schon, lasst uns backen. Hier kommt der Kuchen. Schau, wie schön er ist. Und der Geruch. Die Frischvermählten werden ihn lieben. Lecker. Es ist einfach ein Meisterwerk. Schatz, lass mich dich zu deinem ersten Tanz begleiten. Wow! Ich kann mir nicht helfen. Meine kleine Mary wird heiraten. Ich bin so glücklich. Ich kann es immer noch nicht fassen. Mein kleines Mädchen. Die Zeit ist so schnell. Die Zeit ist so schnell verflogen. Wow, ist das für uns? Ist es Zeit zu fahren? Was für ein tolles Auto. Bravo, das habt ihr toll gemacht. Ich glaube, es ist Zeit zu fahren. Viel Glück, Kinder. Oh, ich glaube, ich habe auch Pläne für heute Abend.